Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Reisen 1997 und rate mal, wo auf welcher Brücke ich heute stehe, wo ich mich gerade befinde. Ja, auf der Autobahnbrücke der A42 und neben der Autobahn verläuft parallel auf der Brücke auch ein Fuß- und Radweg. Das finde ich super. Aber wohl leider nur in Richtung Camp Lindfort. Beziehungsweise auf der Nordseite und nicht auf der Südseite. Der Vorteil von der Nordseite ist, dass man von hier aus sehr gut das Kraftwerk Weißen sehen kann. Von der Stärk. Und natürlich wird die Brücke. Und direkt da unten ist der Rhein. Der Vaterrhein. Und da waren wir letztens. Genau da unten am Rheinufer in Duisburg-Bahl. Da ist Bahl hinter dieser Allee. Das ist die Rheinuferpromenade. Da ist ja auch ein Nebenradweg ist. Ich bin auch immer mit LKWs unterwegs heute, aber leider kaum Busse. Das liegt an Corona. Und die Strecke hier über die A42 ist auch nicht so bei Busfahrern bekannt. Ich weiß nicht, ob heute noch eine Buslinie über die A42-Brücke fährt. Vom Bahl bis zum Beckerberg. Keine Ahnung. Das Doofe ist, da ist die Duisburger City. Seht ihr dann, man hat. Entschuldigung. Von hier aus hat man einen sehr schönen Blick auf Duisburg, auf die Duisburger City. Und die ganzen Autos stören nur. Ich bin heute ist Dienstag und jetzt ist die Hölle los auf den Autobahnen. Ich wusste gar nicht, dass ich von hier aus eine Panoramasicht habe und das nur 6 Kilometer von meinem Zuhause entfernt. Man muss nicht da auf die Halte drauf hochfahren, ganz hoch gehen. Man kann auch von hier aus eine sehr schöne Aussicht haben. Natürlich ist der Blick von dort oben atemberaubend und viel, viel besser als von dieser Brücke. Aber hier braucht man kaum Kraft, um hier hochzugehen. Eine Bushaltestelle befindet sich direkt neben der Brücke. Alter, wie wird die Brücke hier voll? MLKW aus Weißrussland. Aus Polen. Oh nein, es gibt so viele Autos hier. Ich höre den Blick. Ich höre den Autoblick. Und dahinter befindet sich das Krupp. Dahinter ist das Krupp Stahlwerk. Hier in Duisburg. Alter, wie viele LKWs? Oh, sehr schade, dass es hier gar keine Switchkappen sind. Gar kein Radweg auf der Switchseite gibt. Ich weiß nicht, wie es zum Rhein-Brücke-Neunkamp aussieht. Ich meine, dass dort der. Oder ist das Gegenteil? Die Switchseite oder so. Auf jeden Fall gibt es auf der Rhein-Brücke-Neunkamp auch einen Radweg. Nee, genau, auf der ausschließlich auf der Switchseite. Genau umgekehrt, aber auf der Switchseite. Aber auf der Friedrich-Eber-Brücke gibt es Fuß- und Radwege auf zwei Seiten. Ebenso auf der Brücke der Solidarität meine ich auch, oder? Doch. Ich denke schon. Das war ein Panorama. Und da ist sogar Förde. Man kann vielleicht auch sogar das Kraftwerk in Förde sehen. Alter Schwede. Sehr schöne Aussicht hier. Wunderschöne Aussicht. Ich bin einfach begeistert. Da ist der Dorfwerk vom Bahn. Wo oben ist Binsheim. Ja, hat ebenfalls ein Bahn, wie also das Dorf. Ich fahre heute nur bis hierhin und ich fahre gleich wieder zurück in diese Richtung, in Richtung Bahn. Da fahre ich wieder runter. Und das war's auch schon hier mit dem Video. Bis zum nächsten Video. Tschüss.